Hey Internet und YouTube, zurück beim Spiel fortsetzen. So, jetzt wartet, wartet, wartet kurz, lasst mich denken. Hier ist ein Waffenschrank. What? Okay. Okay. Das sieht schon mal perfekt aus. Du da oben, dumm. Du kotzt mich an! Wer ist das jetzt? Ne, das ist ein Maschinen. Oder? Maschinendings? Du bist ein Maschinengedings. Also. Wer quatscht denn hier eigentlich die ganze Zeit? Mich voll von hinten. Haltet ihn auf! Verdammt! Was ist los? Mama mia! Du hast durch die Wand durchgeschossen! Ich hab's doch gesehen! Schau dich an! What? Also, komm schon! Oh mein Gott! Wunderbar, kleiner Fehler. Kannst du jetzt aufhören? Ich werde nicht mitkommen. Elisabeth, warte! Und jetzt bleib hier, du machst mich wahnsinnig. Wo ist jetzt? Was war jetzt? Was ist denn jetzt hier? I believe I can fly. Na, wenigstens bin ich wieder hier. Was soll das jetzt heißen? Wenn ich wüsste, wo sie hin ist, wäre das wesentlich einfacher. Was ist denn jetzt? Handyman? Oh, nein! Oh, no, 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 no. Hätte ich was klicken müssen? Oh, sie hat einen Riss. Mehr kein Gewicht im Moment. Hey! Hey! Ich rutsche ab! Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt! Elisabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen! Sie können uns hier wegbringen! Ja! Ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen! Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du? Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne sie komme ich niemals nach Paris. Okay, nach Finken. Okay, Gott sei Dank. Halleluja, wir sind wieder vereint. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Mehr nicht. Warte kurz. Ich bin hier weg. Mach mal auf hier. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Sieht kinderleicht aus. Oh Mann, das waren wieder fünf, das waren meine ganzen... Ich bin so gierig! Geschafft! Wehe, das hat sich jetzt nicht ausgezahlt. Und der
Okay. Gegner sind leichter per Nahkampf zu exekutieren. Im Gegensatz zu... Okay, anlegen. Der Krankheit. Ich werde nicht zulassen, Dankeschön. Dass ein Anarchist oh, nein, der wird doch nicht. Und euren Lebensunterhalt tritt. Der wird doch nicht, oder? Ihr werdet doch nicht, ihr zwei. Wir sind Freunde. Voll ausgeraubt. Euch auch? Mr. Fink ist ein guter Mensch. Wer hart arbeitet, der wird auch belohnt. Genau, so sitzt er nicht ganz. Du sitzt auf meiner Kohle. Dann gehen Sie lieber weiter. Schadensboost. Brauche ich nicht. Karabinerschaden 55. Maschinengewehr. Schrotflintenschaden 25. Okay, Schrotflinte ist super, die gefällt mir am besten. Ich habe jetzt keine, aber das ist mir zu gut. Schnelles Nachladen. Also der Schrotflinte. Schadenboost. Um 100%, 600. Ah, Sicher. Gefällt mir gut. Brauche ich nur noch? Schrotflinte. Durch. Ich hab doch nur... Ich wollte doch nur ein bisschen Kohle. Komm, wir gehen hier rein. Tschüss. Tschüss. Wozu? Den ganzen Stress. Wir tun so, als wäre nichts passiert. Nicht wahr, Lissy? Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Also... Oh, Fakt ist, ich dachte schon, das wäre eine Waffe. Es geht nicht. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Where to go? Die faule Hand ist ein Werkzeug des Teufels. Und nimmt man einem Menschen den Fleiß, was kommt dann? Whisky. Willkommen bei der Personalabteilung von Fink Industries. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Ja. Industries stellt momentan nicht ein. Kommen Sie ein andermal wieder. Aha! Hab ich noch eine jetzt? Verschlossen. Jetzt hab ich... Ich hab die vorher gebraucht, oder was? Nee, du hast... Okay. Hast du? Tust du? Oh, Halleluja. Fertig. Da drüben. Ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Oh oh. Oh 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 oh. Die Rache wird mein sein, so spricht der Prophet. Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe. Hier! Gib mir! Der Herr urteilt, ich handle. Das ist schön. Frohlocke, denn der Tod hat keinen Stachel. Du bist ein kleiner Poet. Kommst du jetzt hier hoch? Ja! Listen! Wir machen einen kleinen Rückzug! Taktische Rückzug. Hier hat was geblinkt. Oh, Lockpick, danke schön. Für die Familie! Gib mir. Oh Mama.
Ich bin falschen. Falsch. Auf das Getriebe zielen! Ich weiß! Muss man's? Oh shit. Okay, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Fuck, 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 fuck! Shit, no! Aufgeben, Booker. Jesus! Okay, alles klar. Noch einmal das Ganze von vorne. Was willst du? Was willst du? Da! Schießt du mich dann währenddem? Ja. Es war so knapp! Es war so knapp! Okay. Es war doch ziemlich knapp, möchte ich sagen. Sind sie alle tot? Ich bin tot aufgeräumt. Sieh einer an. Lockpick, so sieht's aus, ja. Okay, lass mich hier rein. Geh weg. Hier ist was Gutes. Hier ist was Gutes, ich weiß es. Lockpick. Naja. Aber hier schon besser als erlebt. Langweilig. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Dass ich auch nicht normal diese Knöpfe bedienen kann, oder? Haben wir... Da ist Slates Schrank. Warte noch mal. Hol nur den Lift und hier hinten sinkt noch was. Das Tagebuch meiner Mutter. Ja. So hat es Slate es. Ich weiß es nicht. Ein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Oh. So, Elizabeth? Sieht der Waffenschmied Chen Lin, besucht wegen Kontakt money, zu money, money. Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Sagst du's? Das ist alles? Keine große Herausforderung. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Naja. Das Wort zahlt sich ja überhaupt nicht aus. Und ihr habt nichts auf dem Tisch außer Reue. Seht ihr nicht, was die Vox Populi verkauft? Sie verkauft Träume. Und Träume sind nicht billig. Du bist verletzt. Ich grüße euch. Ah. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. So, oh no, wer ruft denn jetzt an? Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt, Fink hier. Hör
gehört Sie, mein Junge. Wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Ich habe keine Ahnung. Tja, der Mann hat ein Ego. Ich will auch meine eigene Statue im Vorgarten. Mit einer Tastatur in der Hand. Mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind. Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Mr. DeWitt, willkommen Hallo. In Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Das ist ein Revolver? Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Der sieht gut aus. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wir brauchen einen Kohlentransport. Die Kohle muss von Fink Manufacturing nach Shantytown. Startgebot? Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? 14. Höre ich 14? 10. 10 Minuten. Wer bietet 9? 9. Ich biete 9. 9 Minuten lautet das Angebot. Wer bietet 8? Warte kurz. Was ich denn hier auffüllen? Oder auch nicht? Wenn jemand ankommt und euch erzählen will, dass ihr zu kurz kommt, wisst ihr, was derjenige dann in Wahrheit sagt? Nun, er sagt, mein Freund, was du tust, ist unbedeutend. Geh rein, verdammt! Freund, du wirst für dumm verkauft. Und Freund, du bist nichts als ein Sklave. Aber das könnt ihr diesen Wichtigtouren sagen. Sagt, verdammt, ich bin reinschauen? Kein Sklave. Ich bin nicht dumm. Ich bin ein Fink-Arbeiter und stolz darauf. Oh je, yeah. Ja, minus Holz natürlich. Kann ich mal gleich wieder was anderes zu essen. Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Dann müssen wir also das Codebuch finden? Ja. Oh, was ist denn das jetzt optional? Sieht aus. What? Ja. So, als hätte man alles in den Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. Das ist kompliziert. Hier ist noch ein Lockpick. Das ist gut. Ich brauche das alles für die Saves. Scheiße, fängt durch Codes. Von Codes kann ich mir nichts kaufen. Das sieht mich dort. Ich hab dich blinken sehen. Glaubst du, du entgehst mir? Ein Silber hier. Nervös, da können wir wohl jetzt nicht rein. Verdammt! Was ist denn jetzt? Was ist denn? Was ist? Ich hab nichts gemacht! Ich... Scheiße! Das ist aber ordentliche Bums hier. Nein, ich glaube nicht. Oh Gott, jetzt muss ich alle töten! Nicht, dass ich nicht Spaß daran hätte, aber ich wollte jetzt auch gar nicht. Einige sind unzufrieden mit ihrer Rolle hier bei Fink Industries. Aber kein Problem. Jedes Lebewesen hat seinen Platz. Hätten sich die Pharaos in Ägypten auf ihre Pyramiden stellen können, hätten die Eliten nicht die Steine dafür gemacht. Ich bin am Suchen.
Ja, mach hin. Kapitäne Bahn fahren können, hätten die Chinesen nicht die Schienen gelegt. Also, Kopf hoch. Die Geschichte wird auf dem Rücken von Männern wie euch erbaut. Salty. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, Alles klar? Bei mir nicht. Ich muss ihn auch jeden töten, bevor ich hier... Das war aber nicht ich. Zivilist, okay? Alles kann man mir auch nicht vorwerfen. Aha. Alles hier damit. Das war das. Oh shit, ich habe nichts. Keine Panik. Drin? Fleisch, Milch und sie arbeiten. Okay. Und dann. Sofort. Und dann shut up, genau. Das ist logisch. Mau. Okay. Halleluja! Nur viel speichern, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Ist gut.